Er ist Verleger der Wochenzeitung Freitag und eines Buchverlages. Er ist Kolumnist bei Spiegel Online. Er ist juristischer Sohn von Rudolf Augstein und leiblicher Sohn von Martin Walser. Er vertritt seine Familie als Gesellschafter beim Spiegel Verlag. Er tritt gelegentlich im Fernsehen auf und äußert, wie er sagt, seine Meinung gerne bei Diskussionen in Online-Communities. Wie tickt dieser Mann? Wie tickt Jakob Augstein? Tag, Herr Augstein. Hallo. Ganz schön viele Rollen für eine Person. Welche ist Ihnen am liebsten? Ich glaube, Verleger ist im Moment meine Lieblingsrolle. Okay. Sie haben, das entnehme ich all diesen Rollenzuschreibungen, einen gewissen multimedialen Drang in die Öffentlichkeit. Haben früher mal für die Süddeutsche gearbeitet, für die Zeit. Reichen Ihnen diese klassischen Zeitungen nicht mehr? Naja, Medien oder Arbeit in den Medien spielt sich natürlich immer am besten da ab, wo die beste Verbreitung ist. Und das ist natürlich heute das Internet. Die beste Verbreitung ist im Internet? Ja, Sie kriegen natürlich im Internet mit vergleichsweise wenig Aufwand unheimlich viel Resonanz, wenn Sie es richtig machen. Das ist schon toll am Netz, klar, ist großartig. Das Netz ist natürlich, ich meine, das ist ja wirklich eine Binsenweisheit, aber ist ja wirklich das Medium der Zukunft. Im Netz wird alles zusammenfließen, Fernsehen, das, was Sie machen, das, was ich mache, Zeitungen, das wird alles sich im Netz sozusagen vereinen, klar. Über den Freitag, die Zeitung, die Sie verlegen, schreiben Sie, ich glaube, Sie selbst haben es geschrieben, der Freitag schert aus dem Mainstream der Medien aus, gegen die Gleichförmigkeit des Denkens. Ist das auch Ihre eigene journalistische Selbstdefinition? Es ist mein Anspruch und mein Wunsch. Ob ich dem immer gerecht werde oder ob wir dem als Zeitung immer gerecht werden, ist dann noch was anderes. Es ist aber das hehre Ziel, was wir uns gesetzt haben. Also Sie haben das Ziel, aus dem Mainstream auszubrechen. Dann bin ich natürlich neugierig geworden, habe mir überlegt, wie bricht dieser Mann wohl aus dem Mainstream aus? Und habe bei der Lektüre Ihrer Artikel, Ihrer Kolumnen festgestellt, also Sie sind für Europa, Sie sind gegen Atomenergie, Sie prügeln gerne auf die FDP ein, Sie loben sogar, wenn es sein muss, ARD und ZDF. Also es scheint schwer zu fallen, aus dem Mainstream auszubrechen. Es kann ja nicht darum gehen, gegen den Mainstream zu schreiben, nur um gegen den Mainstream zu schreiben. Das ist ja Unfug. Ich meine, das sei das Ziel gewesen. Nein, das ist Unsinn. Das wäre ja dann ein Spiel. Das, was wir machen, ist aber kein Spiel, sondern hier geht es doch darum, dass eine publizistische Leerstelle besteht, die darin liegt, dass bestimmte Positionen, bestimmte Argumentationen, bestimmte Denkweisen einfach zu kurz kommen, einfach sozusagen nicht mehr vorkommen. Und wir versuchen beim Freitag, diese Leerstelle zu füllen. Sie haben eine Marktlücke oder eine ideologische Lücke oder wie auch immer ausgemacht oder glauben Sie ausgemacht zu haben und besetzen Sie mit einer Wochenzeitung, der Freitag. Wo ist diese Lücke? Was fehlt im Land? Was fehlt in der Gesellschaft? Was fehlt in der Medienlandschaft? Was ist Ihre Haltung? Was ist Ihre Position? Es fehlt in einer Reihe von Einzelthemen eine abweichende Stimme, Außenpolitik, gegen das, was ich diesen Kult des politischen Pragmatismus nenne. Das müssen Sie erklären. In den meisten Zeitungen werden Sie lesen, dass die Entideologisierung der Politik ein großer Fortschritt ist, weil der pragmatische Zugriff, Problemlösung, das Lösungsorientierte, dass das eigentlich ganz was Tolles ist für die Politik. Ich glaube, dass das der Politik das Leben abzieht. Ich glaube, dass das den demokratischen Prozess unterhöhlt. Ich glaube, dass das einer der Gründe dafür ist, dass die Wahlbeteiligungen sinken. Ich glaube, dass die Politiker ihre Visionslosigkeit und ihre Furcht verstecken hinter so einem Pragmatismus. So. Neu ist es ja nicht. Ne? 70er Jahre, Helmut Schmidt, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Also, ja, aber weiß ich nicht. Aber unsere Bundeskanzlerin ist schon sehr speziell darin. Sie hat schon den Machterhalt zum Selbstzweck der Politik zu erheben, das hat sie perfektioniert. Mhm. Ich war seinerzeit kein großer Freund von Helmut Kohl, wie Sie sich vielleicht denken können, aber man muss doch im Rückblick sagen, dass es Helmut Kohl um etwas ging. Also der hatte natürlich ein echtes Ziel. Europa war dem ein echtes Anliegen. Europa ist für Angela Merkel eine disponible Größe, so wie alle anderen Sachen auch. Habe ich Sie eigentlich richtig verstanden, dass Sie beklagen, dass die Politik zunehmend zum ideologiefreien Raum wird?
Ich finde das nicht gut, deshalb, weil ich glaube, dass es gibt einfach Interessengegensätze, die sich nur auf Kosten von Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit zukleistern lassen. Ich glaube nicht daran, dass die Leute, die die Kapitaleigner sind sozusagen oder die herrschende Schicht repräsentieren, um mal in das alte Vokabular zu greifen, dass die tatsächlich die gleichen Interessen haben wie die Angestellten und die Arbeiter, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Interessen sich tatsächlich unterscheiden. Hängen Sie einer Ideologie an? Nein, ich würde sagen, dass ich der Ideologie anhänge, dass man sich im Zweifel um die Schwachen kümmern soll und im Zweifel, dass unser Job als Journalist, ich glaube, da bin ich ideologisch, ja, ich bin sozusagen so eine Art ideologischer Journalist, weil ich glaube, unser Job ist Herrschaftskritik und das passiert zu wenig. Ist denn gegen Herrschaftsverhältnisse zu sein schon eine Ideologie? Also Ideologie ist, glaube ich, mehr, ist ein Weltbild, ist ein in sich geschlossenes Weltbild. Verfügen Sie über ein solches? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das würde ich mir nicht. Weil das ist ja das, was Sie beklagen, was Sie vermissen. Ja, ich bin kein Politiker. Stopp, halt. Riesendenkfehler, wenn ich das sagen darf. Ich bin ja kein Politiker. Ich muss keine Ideologie haben. Ich bin Journalist sozusagen. Ich muss ja nur wissen, wofür sind wir da? Was ist unser Job? Ich hätte aber gerne Politiker, bei denen ich ein klares Weltbild voraussetzen kann, wo ich deshalb auch weiß, wie die künftig handeln werden. Das finde ich total wichtig. Das ist wieder die Frage dieser Erkennbarkeit. Ihr Vater, Rudolf Raufstein, hat bei der Beschreibung des Spiegel gesagt, ob er es gesagt hat, weiß ich nicht. Er wird zumindest häufig damit zitiert, im Zweifel links. Ich habe auch nicht umsonst meine Kolumne, die ich bei Spiegel Online habe, so genannt. Das ist ja eine halbe Ironisierung sozusagen und natürlich aber auch im Kern auch das Zitat eines, wie ich finde, sehr, sehr klugen, sehr kurzen Satzes, weil er im Grunde zusammenfasst, worum es geht. Denn dann müssen Sie sagen, was links ist. Links bedeutet im Zweifel auf der Seite der Schwachen zu sein. Ist es das, was die Parteien gerne soziale Gerechtigkeit nennen? Ja, weiß ich nicht. Da haben Sie natürlich so ein Wort, wo wahrscheinlich auch die FDP sagen würde, sie ist für soziale Gerechtigkeit. Ja, darauf will ich hinaus, weil wer ist denn schon gegen die Schwachen? Ja, in den Begriffen niemand. Das ist so, wie alle wollen immer den Frieden und die Liebe. Das Problem ist so, sie machen es dann halt nicht, die Leute. Und ich meine, das ist dann ja auch unser Job, zu gucken, wer tut's denn dann auch halt wirklich. Und ich weiß nicht, wenn Sie sehen, wie sich in Deutschland die soziale Lage verändert hat. Reale Einkommen stagnieren seit 15 Jahren, glaube ich, während Kapitaleinkommen steigen. Einkommensverteilung geht immer weiter auseinander. Sie können das ja messen. Und Deutschland ist nach Auskunft der OECD das Land, in dem die soziale Ungleichheit von den westlichen Ländern am meisten zugenommen hat. Ich meine, das ist ja darstellbar. Das ist jetzt ja kein Quatsch, sondern das können Sie ja sozusagen ablesen an Zahlen. Da kann ich dann nur sagen, da läuft dann aber irgendwas schief mit der sozialen Gerechtigkeit. Wir haben natürlich schon so einen Diskurs, der neoliberal ist. Das ist ja dieses Schlagwort. Alles, was öffentlich ist, ist schlecht. Das Heil liegt im Privaten. Alles muss privatisiert werden. Der Staat soll sich zurückziehen, bla bla bla. Tatsache ist bloß immer, wenn sich der Staat zurückzieht, nützt das den Leuten, die Geld haben und die sich dann selber kümmern können. Und die Leute, die kein Geld haben, die gucken halt in die Röhre. Weil die Freibäder zumachen, weil die Schulen irgendwie kein Klopapier mehr haben. Ich meine, am Ende des Tages reden wir ja von ganz konkreten Sachen. Verspüren Sie den Drang, Einfluss zu nehmen, sich einzumischen? Nein, 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 nein. Nein, nein und nochmals nein und dann noch dreimal nein, weil als Journalist ist es nicht mein Job. Dann hätte man, hätte ich Politiker werden müssen, keine Ahnung, das ist aber nicht mein Beruf. Ich glaube, dass es gefährlich ist, wenn Journalisten Einfluss nehmen wollen. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist die Kritik von außen sozusagen, die Kritik reingeben in das System. Und in dem System muss dann die Kritik sozusagen verarbeitet werden. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, für die Umsetzung oder für die Verarbeitung dieser Kritik zu sorgen. Aber man kann ja Einfluss nehmen, indem man sagt, das sind Missstände, das läuft schief. Das ist ja auch Einfluss nehmen, sich einmischen. Nee, irgendwie, ja, ich weiß nicht, es klingt, aber ich habe das Gefühl, es geht in die falsche Richtung. Unter der Dachzeile der Freitag steht das Meinungsmedium. Ja. Hat ja einen Sinn. Ja, na klar, weil wir eine Haltung haben und aus der heraus die Gegenwart reflektieren. Und natürlich haben wir auch einen Veränderungsimpuls. Klar, das stimmt auch. Aha. Ja, aber das mit dem Einfluss nehmen ist so von der Formulierung, da gehen bei mir alle Alarmlampen an. Das ist so, da wäre ich ganz vorsichtig. Ja, da geht die Alarmlampe an der Selbstüberschätzung von Journalisten, die glauben, alle anderen Leute finden sie wahnsinnig wichtig.
Gate Lees, der amerikanische Reporter, der für mich, also für in meinem Denksystem unheimlich kluge Sachen zu diesen ganzen Fragen gesagt hat, hat gesagt, irgendwie, Journalisten müssen Fremde sein. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Sie können natürlich auch von außen Einfluss nehmen, da haben Sie schon recht, das stimmt, aber das Problem ist, dass die meisten oder bei vielen führt das dann aber dazu, dass sie eben nicht mehr Fremde sind und nicht mehr außen sind, sondern reingehen sozusagen in das System und dann beginnt halt die Gefahr der Korrumpierbarkeit. Und dann hört sozusagen die Kontrolle auf und dann fällt das alles in sich zusammen, weil da kontrolliert dann keiner mehr. Also muss der Journalist ein Fremder sein. Das ist tatsächlich, das gehört irgendwie so zum Berufsethos irgendwie dazu, finde ich schon. Ne? Sie haben als Verleger den Freitag gekauft und nicht den Kicker oder die Bäckerblume. Warum den Freitag? Weil ich von Fußball nichts verstehe und mich dafür nicht interessiere. Und von Politik verstehe ich vielleicht nichts, aber ich interessiere mich zumindest dafür. Wir haben ja sozusagen die Fluttore hochgezogen und haben gesagt, der Journalismus ist eben nicht nur senden, sondern auch empfangen. Bei uns gehört das jetzt zur Kernidentität. Das ist bei uns nicht mehr disponibel. Das heißt, Sie bekommen eine Flut von Mails und digitalen Beiträgen und verarbeiten die, indem Sie einen Teil davon in die Zeitung nehmen und einen anderen Teil weglassen. Ja, aber wir nehmen gar nicht so viel in die Zeitung. Wir nehmen sie vor allen Dingen online. Also wir wollen ja die Grenze zwischen Redakteur und Leser im Netz auf null herabsenken. Wir verfolgen ja praktisch so eine Art halb wahnsinnige Idee, dass wir alle nur Nutzer im Netzwerk sind. Jeder Redakteur, jeder Leser ist ein Nutzer mit unterschiedlichen Funktionen und Hierarchien, aber wir können alle im Netz Artikel einstellen, bearbeiten, Bilder reintun, also sozusagen an dem Gelingen dieses Online-Auftritts mitwirken. Inwieweit verändert denn diese Digitalisierung Ihr Leben? Sie haben angefangen als Printjournalist, Gerichtsreporter, also man kann sagen von der Pike auf. Was hat sich da getan für Sie? Ich habe angefangen als Lokalreporter bei der Berliner Zeitung für den Bezirk Schöneberg, also als Bezirksreporter sozusagen. Das ist ja noch besser. Was verändert sich durch die Digitalisierung? Na, ich bin ja kein Nachrichtenjournalist. Ich war ja immer Reporter und im Grunde ist das ja mein inneres Gefühl immer noch. Und komischerweise, da verändert sich, glaube ich, durch die Digitalisierung gar nichts, weil Reporter ist ja hier jetzt so Nachrichtenjunkies, die sozusagen jeden Tag 70 SMS bekommen und immer wissen müssen, was wo los ist und wer hat was zu was gesagt und so. Für die ändert sich durch die Digitalisierung natürlich alles, weil die Beschleunigung so extrem zunimmt. Aber wenn Sie Reporter sind, ändert sich ehrlich gesagt gar nicht so viel, glaube ich, weil da gehen Sie halt raus mit einem Stift und einem Stück Papier und schreiben irgendwas auf, oder? Also sind vom Herzen immer noch Reporter? Ja, doch, das schon, ja. Ich denke, ja, doch, ja. Also ich oder glaube, wollen immer noch Reporter sein? Ja, es ist so mein Selbstverständnis. Es ist mein Gefühl, mein Inneres. Ja? Ja. Warum? Was ist das genau? Mit Leuten reden. Und da hingehen, wo man noch nie war und fragen irgendwie, was macht ihr hier so? Das fand ich immer gut. Ich glaube, dass ich auch Journalist geworden bin, weil ich, glaube ich, schon so eine gewisse Unsicherheit immer hatte. Und ich habe festgestellt, dass ich mich als Reporter getraut habe, Sachen zu tun, die hätte ich mich sonst niemals getraut. Also irgendwo reingehen und sagen, erklären Sie mir mal, was Sie hier machen. So, das ist ja gar nicht so einfach. Also es gibt ja viele Leute, die mögen das nicht gerne, weil da muss man ja praktisch auch so Hürden so überwinden und so. Und wenn Sie das praktisch in der Deckung machen, aber ich bin von der Presse und ihr müsst jetzt sowieso mit mir reden, weil ich bin von der Presse und wenn ihr nicht mit mir redet, dann seid ihr schuld und nicht ich. Das hilft. Herr Augstein, was ist Zynismus? Zynismus? Zynismus, was ist das? Ja, jetzt muss ich mich so fragen. Zynismus ist, glaube ich, Zynismus ist, wenn man nichts mehr wirklich glaubt. Nicht mal mehr sich selbst. War Ihr Vater, war Rudolf Augstein Zyniker?
Ich glaube, dass die Standardantwort, die er gegeben hat auf diese Frage immer war, oder die andere Leute über ihn gegeben haben, weiß ich nicht, dass er Moralist war. Und der Zyniker ist der enttäuschte Moralist. Das war seine Selbstbeschreibung. Nee, ich glaube, das haben andere Leute über ihn gesagt. Mhm. Aber ob er Zyniker war, ich glaube nicht. Nee, er war, glaube ich, kein Zyniker. Nee. Ich glaube nicht, dass Sie ein guter Journalist sein können, wenn Sie Zyniker sind. Ich glaube, es haut nicht hin. Ich glaube, dass ein guter Journalist muss Ideale haben. Und ich glaube, ein guter Journalist muss Überzeugungen haben. Und das Leben neigt dazu, Ideale und Überzeugungen permanent unter Beschuss zu nehmen und zu biegen und unter Spannung zu setzen. Und wenn Sie da nicht gegenhalten, dann werden Sie zum Zyniker. Insofern ist sozusagen der Zynismus das, was uns allen droht, gegen das wir aber kämpfen müssen. Ihr Vater hat diesen Satz geprägt, im Zweifel links, war aber Bundestagsabgeordneter der FDP, zumindest für eine Weile. Ja, aber dann sollten Sie auch dazu sagen, wann das war. Ja, 70er Jahre. Ja, da war die FDP nicht die Partei, die sie heute ist. Aber keine Linkspartei. Nein, aber sie war eine respektable Partei und das ist sie heute nicht mehr. Aber trotzdem ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Selbstanspruch, im Zweifel links zu sein, und für die liberale Partei, die Mitglied der sozialliberalen Koalition war, FDP, finden Sie nicht? Ja, aber nur ist er nicht mehr hier, jetzt können wir ihn nicht mehr fragen. Ich weiß nicht, was soll ich Ihnen jetzt sagen, keine Ahnung. Sind Sie selbst Zyniker? Nein, ich hoffe nicht. Es wäre schlimm, wenn Leute über mich sagen würden, ich wäre Zyniker. Ich glaube, es ist ein Berufsrisiko, es ist eine Berufskrankheit von Journalisten, für die es wahrscheinlich keine krankenkassenmäßige Absicherung gibt. Und Sie sind guten Mutes, dieser Krankheit nicht zu erliegen? Ja, ich hoffe schon. Also ich glaube, ich bin im Moment bin ich auch noch zu fröhlich, was diesen Beruf und seine Möglichkeiten angeht. Ich glaube, Zynismus ist so eine Art moralische Erschöpfung. Und ich glaube, wenn man merkt, dass man zynisch wird, dann muss man irgendwie Urlaub machen und mal so ganz weit weg. Sie wollten immer schon Journalist werden? Ja, also soweit ich mich erinnern kann, ja, ganz früher wollte ich mal Zentralbankpräsident werden, aber das war nur eine ganz kurze Zeit. Wie Che Guevara? Ach, wollte der das auch, ja? Der wollte es nicht nur, der war's. Ah ja, okay. Ja, ich habe das dann ja auch studiert, so Geldpolitik und so, weil ich das schon sehr spannend fand. Aber als es dann darum ging, wirklich zu überlegen, was man als Arbeit macht, da war für mich dann klar, dass ich nur Journalist werden konnte. Warum? Weil ich mir nichts anderes vorstellen konnte. Weil mir fehlten aber auch so die. Ich kannte auch keine anderen Berufe. Anwalt, Arzt fand ich irgendwie nicht spannend. Pastor kam für mich nicht in Frage. Journalist. Ihr Vater war einer und was für einer? Was für eine Rolle spielte das für Sie, dass Ihr Vater Journalist war und nicht irgendeiner? Ich glaube, es spielte nur die Rolle, dass es ein vorstellbarer Beruf war. Also ich hatte eine ungefähre Vorstellung davon, was die Leute machen. Haben Sie hochgesehen zu Ihrem Vater? Hochgesehen? Aufgeschaut. Ja, also was seine Arbeit angeht, auf jeden Fall. Ja, ja? Ja. Wieso, was haben Sie da in ihm gesehen? Er hat das einfach sehr, sehr gut gemacht, was er gemacht hat. Und er war ein unheimlich intelligenter und wahnsinnig gebildeter Mann. Das fand ich beides sehr respektwürdig. In Wikipedia steht der Satz, Jakob Augstein ist der gesetzlich anerkannte Sohn des Spiegelbegründers Rudolf Augstein. Sein leiblicher Vater ist Martin Walser. Wie haben Sie das erfahren? Das ist etwas, was ich mit Ihnen in der Öffentlichkeit nicht besprechen werde. Da können wir gerne mal einen Kaffee trinken, aber darüber rede ich nicht mit Ihnen vor der Kamera. Gut, aber Sie können mir sagen, ob Sie denn das Gefühl hatten und haben, was ja ein sehr angenehmes sein kann, zwei Väter zu haben. Das könnte ich sagen, das werde ich aber auch nicht tun, weil das private Dinge sind, die ich öffentlich nicht erörtere. Also auf keinen Fall, niemals. Auch hier nicht, auch nicht in diesem schönen Raum. Aber es hat Sie geprägt? Natürlich wird das mich irgendwie geprägt haben, aber auch das fällt in den Bereich der Dinge, die mir zu persönlich sind, um sie öffentlich zu erörtern. Denn es ist ganz wichtig, dass man irgendwie so eine Grenze hält zwischen dem, was öffentlich ist und dem, was privat ist. Ich glaube, das ist zentral. Ja, aber Sie sind ja Journalist geworden, Sie sind Verleger geworden. Rudolf Augstein war Verleger, also da liegen doch Fragen nahe. Das werden Sie verstehen. Also klar, wenn ich jetzt noch anfange, Romane zu schreiben, wird es schwierig. Da haben Sie recht, ja, genau. Das ist richtig. Also, warum sind Sie Verleger geworden?
Ja, die Frage kann ich Ihnen tatsächlich beantworten, weil... Dann können Sie mir auch die Frage beantworten, welche Rolle Rudolf Augstein dabei gespielt hat. Ich glaube, das ist legitim und nicht nur privat. Naja, also ich glaube, dass ich deshalb Verleger geworden bin, weil sich die Gelegenheit geboten hat. Die Gelegenheit war da, die kam sozusagen auf mich zu. Die habe ich ja nicht jetzt richtig gesucht, das können Sie ja nicht suchen, sondern die muss ich ja auch bieten. Und ich habe sie dann ergriffen. Können Sie das kurz beschreiben, die Gelegenheit? Die Kollegen vom Freitag sind gekommen und haben gefragt, ob ich nicht irgendwie mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir nicht ihre Zeitung verkaufen wollen. Und dann haben sie gesagt, ja. Und warum ich das gemacht habe, weil ich glaube, dass ich das, was ich gerne machen möchte, hätte ich bei der Süddeutschen oder bei der Zeit nicht machen können. Sie sind natürlich in so einem kleinen Laden wie wir viel freier als in so einem großen. Das versteht sich ja fast von selbst. Und die Freiheit ist natürlich ein hohes Gut. Also Sie sind aus einer gewissen Gelegenheit heraus Verleger geworden, wenn ich es richtig verstehe. Ich bin sozusagen Gelegenheitsverleger. Als diese Entscheidung dann mehr oder weniger von außen an Sie herangetragen wurde, fast... Zufällig, ja, sagen Sie es ruhig. Zufällig. Dann werden Sie sich doch mit Ihrer eigenen Vergangenheit, mit Ihrer Familie, mit Ihrem Vater beschäftigt haben. Und welche Rolle hat diese Überlegung bei Ihnen gespielt? Also genau das zu machen, was Ihr Vater getan hat. Für mich war das und ist es ein unglaublicher Freiheitsgewinn. Es ist eine unglaubliche Option für die Zukunft. Das ist sozusagen das, worum es geht. Ich weiß nicht, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so viel an meinen Vater gedacht, so, weil der war da ja auch dann schon tot. Den hätte ich gerne gefragt um Rat. Das wäre sicherlich auch spannend gewesen, was er dazu gesagt hätte. Haben Sie eine Vermutung? Aber nee, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Aber es ist nicht so, dass dann immer so die, ich halte jetzt da nicht so innere Zwiesprache, so, das ist so, weiß ich nicht. Nee. Ich habe mich irgendwie nur gesehen in meiner Lebenssituation mit dem, was ich machen wollte, mit der Gelegenheeit sozusagen, die sich bot mit dieser Zeitung. Und das ist sozusagen Schicksal. Schicksal. Ja? Ja, klar, natürlich Schicksal. Bei Ihrem Vater jetzt doch noch mal ein Satz zu ihm. Rudolf Augstein hieß der Zufall britische Besatzungsmacht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Sterne standen so unglaublich günstig, dass dann wirklich ein Werk von nationalem Rang entstand, der Spiegel. Sie haben es deutlich schwerer. Meine Ansprüche sind aber auch viel kleiner, ehrlich gesagt. Das ist natürlich, es ist heute schwerer, aber dafür sind meine Ansprüche viel, viel kleiner. Und die Brötchen, die wir backen, sind auch viel kleiner. Und deshalb sind die Chancen, dass es klappt, eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Sie sind Testamentsvollstrecker? Ja, das klingt gruselig. Ja. Das stimmt. Was heißt das in dem Fall? Dauertestamentsvollstrecker. Dauertestamentsvollstrecker. Das ist immer gruseliger. Ja, ja. Das, für 30 Jahre verwalte ich die, die Familienanteile am Spiegel. Sie haben Geschwister? Mhm. Drei Stück. Wir sind zu viert. Also ich verwalte für uns vier die Anteile, die wir gemeinsam halten am Spiegel. Das sind 24%. Ja, genau. Das heißt also, jedem von uns gehört ein Sechzehntel des Spiegel, wenn Sie so wollen. Deshalb, wir können aber darüber ja auch nicht frei verfügen, wir können es ja auch nicht verkaufen oder so. Insofern ist das mit dem Vermögen, ja, also es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht wie ein, Sie können es nicht veräußern, es ist sozusagen nicht verflüssigbar praktisch. Sie sind Erbe, darf man sagen, eines beträchtlichen Vermögens, ist das korrekt? Wahrscheinlich muss man das so formulieren, ja. Ja. Welche Gedanken hatten Sie, was Sie mit dem Geld noch alles tun können? Also, Sie sitzen ja nicht da und warten, dass die Kollegen vom Freitag auf Sie zukommen. Also, welche Optionen gab es? Ich habe so nicht gedacht. Ich bin ja nicht hauptberuflicher Erbe, sondern hauptberuflicher Journalist und hatte ja auch sozusagen eine Arbeit zu tun. Und, aber eben ja auch Erbe. Ja, aber das war für mich irgendwie nicht so zentral. Ich weiß nicht, ich habe ja Geld verdient und meinen Job gemacht und keine Ahnung. Also, das kam dann irgendwie so dazu. Ich meine, ich stand ja schon irgendwie so im Leben. Ich weiß nicht, das war so... Wann ist Ihr Vater gestorben? 2002. Irgendeine Verlockung von politischen Parteien gab es nicht für Sie?
Ich verstehe Sie jetzt nicht, das zu spenden in so einem Koffer illegal? Oder nein, dass Sie selber aktiv werden. Eine politische Partei zu gründen? Also Ihr Vater war Bundestagsabgeordneter der FDP. Für Reda Wiedenbrück. Und es gibt so einen Film, wo er eine Umgehungsstraße fordert für Reda Wiedenbrück. Und hinter ihm steht Genscher und guckt ganz verzweifelt irgendwie so. Aber der Autor dieses Films war ein gewisser Stefan Aust. Ah ja, siehst du, guck mal an. Den NDR gemacht. Aber es wurde dann ja auch nicht sehr lange was draus. Ich glaube nicht, dass Sie Journalist sein können und gleichzeitig politisch aktiv. Das haut auch alles nicht hin, das geht nicht. Er hat ja auch gesagt, mein Vater, Journalisten können mit Politikern nicht befreundet sein. Dann kann man, glaube ich, auch selber auch nicht Politiker sein. Das war, glaube ich, eine Episode in seinem Leben und das ist, glaube ich, auch folgerichtig. Denn Journalist ist schon ein toller Beruf, aber mit bestimmten Konsequenzen. Unser Gespräch haben wir angefangen mit der Beobachtung, dass nach Ihren Worten die Medienlandschaft, zumindest die Printmedienlandschaft, ein Mainstream ist, von dem Sie sich entfernen wollen mit dem Freitag. Also auch vom Spiegel? Ja klar, der Spiegel gehört natürlich mit zu diesem Mainstream dazu, natürlich. Ich glaube, dass das für den Spiegel ist das aber absolut auch richtig, weil wenn Sie diese Auflage haben wollen, die ja jetzt um die Million pendelt, ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, dann glaube ich tatsächlich, dass das sehr schwer ist, diese hohe Auflage zu haben und gleichzeitig eine sehr pointierte Haltung. Ich glaube, dass das in der Gesellschaft, die wir im Moment haben, nicht geht. Sind Sie jemand, der gern Streit sucht? Ich streite mich gern, aber ich glaube nicht, dass ich gern Streit suche. Warum streiten Sie sich gern? Weil das was sehr Belebendes hat und weil es auch den Erkenntnisprozess vorantreibt. Man lernt, glaube ich, viel beim Streiten, weil der Zwang zur Klärung des eigenen Arguments im Streit, also in der Zwang zur Härtung des eigenen Arguments im Angriff von außen, bringt einen innerlich total nach vorne. Streiten Sie genug? Ich glaube, man kann gar nicht genug streiten. Das ist super, das könnte ich den ganzen Tag machen, von morgens bis abends. Aber ich glaube, dass das eben das Problem ist des politischen Prozesses und auch das Problem dieser Zeitungen, dass sie versuchen, dem Streit auszuweichen. Dass sie sozusagen glauben, der Konflikt ist irgendwie was Schlechtes. Dabei ist der Konflikt was Tolles, weil im Konflikt klären sich die Sachen. Und das Bedürfnis, Konflikten auszuweichen, sie abzuschwächen, sie irgendwie zu... Es hat immer so was Entpolitisierendes. Politik ist Konflikt. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, auch Herrschaftskritik, die Idee, dass wir alle die gleichen Interessen haben, wir sitzen alle in einem Boot, das ist Quatsch, wir sitzen überhaupt nicht alle in einem Boot. Ja, auch schön, vielen Dank. Ja, bitte.